Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Abendgebet und Abendthema natürlich. Ne? Jeden Abend ein Gebet, ein Thema. Unser Abendthema wird heute Erzengel Jeremiel sein, auch wie ich finde ein ganz toller Engel. Viele kennen ihn gar nicht und trotzdem ist er so immens wichtig. Warum? Das erfährst du gleich nach unserem Gebet. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel und alle Wesen des Lichtes jetzt an unsere Seite und bitte sie, mit uns gemeinsam zu beten. Ich verbinde mein Herz aus tiefster Liebe mit dir und bitte dich, dein Herz mit meinem zu verbinden und wir verbinden uns jetzt alle miteinander im Gebet. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, mit unserem ganzen Herzen und ganz unserem ganzen Gefühl wenden wir uns an dich, an euch, an eure Energie, an eure Kraft, speziell in dieser Weihnachtszeit. Wir alle genießen die Adventszeit und das Erwarten unseres Erlösers Jesus Christus und die Kraft, die er uns gibt. Bitte führe uns, großer Gott, allmächtiger Vater, auf den Weg, deine Liebe und deinen Willen zu erfüllen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Hilf uns, gegen den Strom zu schwimmen, denn wir wissen ja, nur wer gegen den Strom schwimmt, findet zu dir, mein Gott. Hilf uns, den Mut zu haben, die Kraft zu haben und die Stärke zu haben, den Weg der bedingungslosen Liebe zu gehen und die Welt in deinen Frieden zu führen. Allmächtiger Vater, dein Wille geschehe. Erzengel Jeremiel ist ganz, ganz wichtig. Er hilft uns dabei, zum Beispiel unsere Vergangenheit zu klären, unsere Vergangenheit tatsächlich zu heilen. Er kann uns außerdem dabei helfen, wenn wir spirituell festgefahren sind, uns wieder weiterzuentwickeln. Er führt uns immer wieder auf den Weg, auf den spirituellen Pfad sozusagen. Und dafür ist er auch immens und unendlich wichtig. Wenn du mehr über Erzengel Jeremiel erfahren möchtest, schau mal da oben in der Infobox. Dort findest du alle Informationen in einem kostenlosen Artikel über Erzengel Jeremiel und den Link findest du übrigens auch im Beschreibungstext dieses Videos. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, eine zauberhafte Nacht. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Schlaf bewachen und er führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe und bis morgen früh. Udo Wolfmann. Tschüss.